Hallo zu einem neuen Video, Sascha on Tour. Ich war bei den drei Fragezeichen live hier in Hamburg am 18. November 2022. Das ist, wenn ihr genau guckt, hier seht ihr, da ist 19. Ich bin zum dritten Mal jetzt dort gewesen, habe mir das live angeguckt. Es war ein Mega-Event. Ich kann nur jedem empfehlen, die drei Fragezeichen und der dunkle Taipan, wenn ihr noch die Chance habt, ein paar Vorstellungen gibt es noch. Die zu besuchen live ist episch. Gerade als drei Fragezeichen-Fan war das ein absolutes Erlebnis. Vom ersten Mal auch schon. Eben halt, was ich damals gesehen habe, 2019, war, glaube ich, am 16. November. Also es war fast auf den Tag genau 3 Jahre her. Wahnsinn. Und dann habe ich vor 2 Jahren das nochmal gesehen gehabt in der Elbphilharmonie. Es ist einfach nur eindrucksvoll gewesen, toll gemacht von allen, die da beteiligt waren von der Show. Natürlich von den drei Sprechern, Oliver Rohrbeck, Jens Wawaschek und Andreas Fröhlich, die das richtig toll gemacht haben. Kai Spinn für die Regie und jetzt muss ich nachgucken, wer noch alles gesprochen hat. Auf jeden Fall Katrin Fröhlich, die Schwester von Andreas Fröhlich, hat auch einen Auftritt dort. Also richtig toll, es war unvergessen. Also ich habe sehr, sehr viel Spaß gehabt und Freude. Worum ging es bei dem dunklen Taipan? Ja, die drei Fragezeichen sollen eigentlich nur auf den Hund von Ellie aufpassen. Ellie Jemison, die zu Gast da ist. Und dann bekommt sie einen Anruf aus einem Gefängnis, dass sie ein sozusagen etwas suchen sollen für einen, der im Gefängnis sitzt. Ja, und so beginnt das ins Rollen und die Geschichte verzwickt sich um Fälle mit den drei Fragezeichen. Und es ist eine sehr spannende Geschichte. Ist natürlich für das Hörspiel oder für dieses Live-Hörspiel doch so ein bisschen humorvoller angelegt und ein bisschen eben halt auf diese Show bezogen. Also es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese ganze Geschichte mit Effekten und es ist so eine Mischung aus normalem Hörspiel, also sie spielen das mit einem Live-Geräuschemacher, der aber, muss ich sagen, diesmal im Gegensatz zu zum Beispiel Seltsamer Wecker nicht ganz so integriert wurde. Man hat vorher noch so ein bisschen mehr mit ihm gespielt. Man hat zwar ein, zwei Momente, aber meistens läuft er so ein bisschen nebenher, dass man ihn eigentlich gar nicht mehr so beachtet, was ein bisschen schade ist. Das ist ein bisschen untergegangen, das Ganze, aber richtig viele Inszenierungen da, richtig toll und ich freue mich auch schon, dass es auch ich glaube, im nächsten Jahr wird es eine CD dazu geben, eine Hörspiel-CD. Wie ich aber erfahren habe, wird es diesmal keine Blu-ray, DVD in dem Sinne geben, von dass die ganze Show zu sehen ist, was sehr schade ist. Vielleicht kommt es irgendwann doch noch, es sind sicherlich Aufnahmen gemacht, ist aber nicht bewusst aufgenommen worden, wie ich das mitbekommen habe. Es gibt aber Aufnahmen, es wird auch eine DVD, glaube ich, oder eine Blu-ray speziell bei einer Special Edition eben halt des Hörspiels dabei sein. Das habe ich aus erster Quelle erfahren. Dass sowas kommen wird. Es sind Aufnahmen gemacht worden, auch hier jetzt in Hamburg extra dafür. Auf der YouTube-Seite von drei Fragezeichen kann man auf jeden Fall schon einige Clips überhaupt von dieser Show, von diesen Shows sehen, ein paar Specials, ein paar Hintergründe, richtig interessant. Und wie gesagt, es kommt eine schöne Edition, so eine kleine Special Edition mit einem Booklet und Buch und so weiter raus im nächsten Jahr. So ein bisschen wie Master of Chess, wenn ihr das kennt. Na, wie dem auch sei. Ich war da, es war eine Mega-Show. Jetzt muss ich vorsichtig, ich zeige euch das nochmal. Jeder Gast, der sozusagen auf seinem Stuhl hatte, also ein richtig tolles Buch sozusagen, wo man dann lesen konnte. Hier haben wir auch nochmal die drei Sprecher. Jens, Oliver und Andreas, richtig klasse. Die eben halt, also die das vorfinden. Ich bin immer noch so geflasht, dass ich jetzt fast sprachlos bin, aber über jeden Sprecher und es ist da auch so Hintergrundinformationen. Und natürlich auch so ein bisschen Werbung, was sie noch parallel machen oder was Werbung zu den drei Fragezeichen. Andreas Fröhlich, der übrigens mit an dem Buch gearbeitet hat, der so ein bisschen mit die Geschichte auch geschrieben hat. Merchandise, was man kaufen kann. Ja, ich habe mir auch Merchandise ein bisschen gekauft. Ihr seht ja hier das von der Tour 2019. Und hier die anderen Sprecher. Michael Prelle, Jörg Klingbeck, der Sounddesigner und Matthias Keller, der mitgesprochen hat und Tim Grobe, richtig klasse, das haben richtig toll das alles gemacht. Ich glaube nur, der Erzähler hat gewechselt zum ersten Mal, wo ich das gehört habe oder gesehen habe. Wie dem auch sei, richtig toll, das ist auch ein richtig schönes Booklet. Ich habe jetzt auch von allen 3 Jahren, in 2021 kam leider keine Tour raus, also ich habe von 2019, 2020
und 2022 jetzt T-Shirts. Ich habe einmal bei mir dieses Taipan-T-Shirt mal gekauft, 2019. Dann gibt es noch so ein, ist es hier drin zu sehen vielleicht als Merchandise? Weiß ich gar nicht genau, weil ich habe es jetzt nicht griffbereit. Nee, leider nicht. Es gibt so ein Kassettenmotiv noch, wo so wie eine Hörspielkassette drauf ist. Das gab es als Tour-T-Shirt und speziell ist eben halt, was es gibt. Jetzt greife ich vor, weil ich wollte eigentlich was anderes zuvor zeigen von drei Fragezeichen, was ich neu habe. Es dreht sich heute nur um die drei Fragezeichen. Also ne? Auf jeden Fall das aktuelle Tour-T-Shirt, was jetzt speziell ist, habe ich mir auch zugelegt. Hier könnt ihr es sehen. Richtig cool. So ein Kassettenrekorder. Da steht jetzt leider Berlin drauf. Ich habe ja in Hamburg gesehen, aber es ist einheitlich. Es ist wirklich so gemacht. Und hier ist auch Live-Tour im 22 und hier hinten könnt ihr noch sehen, wo es noch stattgefunden hat. Richtig klasse. Also richtig tolles T-Shirt. Bin auch sehr begeistert. Finde es jetzt ganz recht abwechslungsreich, weil man die Jahre davor jeweils nur eine Kassette gemacht hat. In zwei Farben. Jedes Jahr hatte dann eine andere Farbe. Naja, und das sieht richtig klasse aus. Es gibt sicherlich noch viel mehr Merchandise, was man da hätte kaufen können. Das war auch teuer. Also es hat mich 30 Euro gekostet, das T-Shirt. Aber es ist jetzt normal beim Merchandise. Und eine Sache, die ich mir noch mitgenommen habe, 20 Euro gekostet, ist diese Mütze. Es wird Winter, da passte das perfekt. Und eine 3-Fragezeichen-Mütze. Muss sein. Ne? Das kann ich ja so tragen jetzt. Ne? Passt ja perfekt. Zeige ich euch noch ein bisschen mehr mit einer Mütze auf dem Kopf. Tut man selten, aber ist auch cool. Ja, was habe ich noch bekommen dort vor Ort? Und zwar einerseits, das fand ich auch witzig, das ist jetzt speziell in Hamburg, findet aber im März nächsten Jahres statt. Im Altona Theater wird Signal aus dem Jenseits aufgeführt. Richtig cool. Fand ich richtig interessant, also dass es so als Theaterstück eben halt speziell nochmal eine 3-Fragezeichen-Geschichte aufgeführt wird. Es ist nicht Playback-Theater, das ist wirklich richtig als Hörspiel, als Theaterstück, wo die Schauspieler auch wirklich diese Rollen spielen und nicht nur, wie gesagt, Live-Hörspiel, dass das Hörspiel gehört wird und die spricht sozusagen, tun so Playback. Das wird nicht sein, deswegen bin ich mal gespannt. Ja, zum ersten Mal als Schauspiel, ja, hier genau. Also, Signal aus dem Jenseits könnt ihr im Altona Theater sehen. Ich war jetzt etwas skeptisch, als das einer vor der Tür verteilt hat. Man weiß ja immer, da kommen immer irgendwelche Flyer-Verteiler. Aber nein, das war wirklich klasse. So, und 3 Fragezeichen, wie gesagt. Dann musste ich mir auch zulegen. Habe ich auch mir bei der ersten Tour nur, glaube ich, gegönnt. Davon danach nicht mehr. Und zwar einen 3-Fragezeichen-Becher. Und hier waren auch die Tourdaten hinten drauf. Und diese Becher, die gab es, wenn man Cola gekauft hat oder Saft oder Wasser in dem Sinne, konnte man die mithaben. Ja, man hätte auch Pfand wieder kriegen können, aber ich behalte sie natürlich. In dem Sinne haben die Cola 7,50 Euro gekostet, inklusive des Bechers. 2,50 Euro war, glaube ich, Pfand für den Becher, aber das ist das schon happig, ne? 7,50 Euro für 0,5. Na, vorstellen, wie viel Sechserpacks ich dafür bekomme. Aber egal, das war's, der Becher. 7,50 Euro ist für den Becher. Ich habe jetzt noch von meinen Begleitern sozusagen 2 andere Becher bekommen, zeige ich euch auch gleich. Hier kann ich euch sagen, was haben wir denn gehabt, aber viele Vorstellungen gibt es nicht mehr. 18, 19 war in Hamburg. Hamburg hat übrigens die meisten Vorführungen gehabt und wir haben weit über 50.000 Besucher allein in Hamburg gehabt. Wahnsinn! Also 3 Fragezeichen, die haben sogar auch ein Selfie auf der Bühne gemacht. Ich blende das hier einfach mal ein. Richtig geiles Bild. Ich bin sogar, naja gut, ihr könnt mich nicht sehen. Ich sehe mich natürlich, weil ich weiß, wo ich gesessen habe. Ich habe oben links vom Bild gesessen. Sagt euch nichts, aber egal, ich sitze da. Mit dem T-Shirt übrigens. Ne? Also wenn ihr das T-Shirt auf einer Brust da von einem Typen da seht, das bin ich. Ne? Ah, na toll. Wie gesagt, den Becher könnt ihr sehen hier mit dem Taipan-Motiv, die Tourdaten und ich gucke jetzt gerade. Da ich das jetzt am 26.11. dieses Video aufnehme, ist heute genau in Düsseldorf die vorletzte Vorstellung. Es tut mir leid, so sagen zu müssen, wenn ihr das Video seht, die Vorstellungen sind leider vorbei. Also ich hoffe, ihr habt das euch angeguckt, das Live-Spiel. Es war gigantisch. Denn nur noch morgen am 27.11. in Dortmund, also von meinem Aufnahmetag, und da ich das leider nicht sofort veröffentliche, also nicht an heutigen Tag, Aufnahmetag, könnt ihr das noch mal sehen, aber 27.11. ist der letzte Tag, dann ist diese Tour vorbei. Richtig cool. Wie gesagt, diesen Becher. Ach, ich
dödel. Ich dödel. Ich bin so geflasht, dass mir das aus der Hand gleitet. Ja, also wie gesagt, der Tourbecher. So, die anderen beiden, die ich mir jetzt auch noch besorgt habe, beziehungsweise meine Familie war ja da, mein Vater, mein Bruder, meine Schwestern waren da. Ja, ich habe eine große Familie. Einmal gab es auch diesen ganz normalen, simplen Drei-Fragezeichen-Becher. Der ist jetzt wirklich ganz spontan. Da steht dann hier nur Peter, Justus und Bob. Warum Peter als erstes genannt wurde, weiß ich eigentlich gar nicht. Eigentlich heißt es ja Justus, Peter und Bob. Keine Ahnung, wer diese Sache. Aber egal. Peter, Justus und Bob. Ne? Drei Fragezeichen live 22. Das ist die einzige Markierung. Die wurden jedes Jahr verändert. Und ich habe zu mir noch gelegt, das ist ja hier, seht ihr es nochmal, dieses vom Tourbild-Teil. Richtig cool. Also, gefällt mir richtig gut, macht auch Spaß. Und ja, ob die jetzt benutzt werden nochmal, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kommen sie in meine Merchandise-Nerdy-Sammlung rein. Und es war, wie gesagt, alles klasse. So, das war diese Tour. Also ich, wie gesagt, bin noch völlig geflasht davon. Und sag nochmal an... Ich weiß wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ihr Justus, Peter und Bob sozusagen das seht. Also Oliver, Jens oder Andreas, also danke nochmal. Und auch alle anderen, ne? Ich hoffe, weiß ja nicht, wer es sieht, aber auf jeden Fall danke. Das war ein Abenteuer. So, und im Endeffekt habt ihr auch noch mit dem anderen Kram zu tun, weil ihr seid ja die drei Fragezeichen und ich habe noch ein bisschen was mir besorgt. Und zwar... bevor es weihnachtlich wird. Ich war in der Thalia Buchhandlung. Die Thalia Buchhandlung hat exklusives Merchandise von den drei Fragezeichen. Ich habe euch, glaube ich, in irgendeinem Pickup-Video mal Strümpfe gezeigt von den drei Fragezeichen, die ich habe. So, und aber ich war eigentlich im Kino, habe mir, weiß ich gar nicht, welchen Film ich mir geguckt habe. Ich glaube, Black Adam habe ich mir mit meinem Bruder angeguckt. Und dann hatten wir noch ein bisschen Zeit. Und dann habe ich bei Thalia und da gab es eben halt Kaffeebecher. Das gab es in so einer richtig schönen Box. Das seht ihr auch oben. Thalia ist da so exklusiv. Und ich habe mir, ihr habt das ja schon hoffentlich oder wahrscheinlich gelesen. Ich denke, das ist richtig in der Box. Ich habe mir diesen Becher gekauft mit Becker kennt's, der Phantomsee. Steht auch hier hinten so drauf. Drei Fragezeichen. Und der Phantomsee ist eine meiner wirklichen Lieblingsfolgen. Auch weil ich mich, glaube ich, auch erinnere, dass es eine meiner ersten Folgen ist. Also richtig toll. Ich wollte mir auch, aber das hatten die gerade nicht, Riff der Haie gibt es auch eine meiner Lieblingsfolgen. Das werde ich mir vielleicht auch nochmal besorgen. Also einen schönen Kaffeebecher. Ja, so kann man meine News dann auch verpacken. Den werde ich jetzt auch noch ein bisschen, und das stelle ich erstmal zur Seite. Mit dem, damit ich noch den anderen Kram reinpacken kann. So, den Kaffeebecher tue ich so, als ob ich jetzt Getränke habe. Da, und was ich auch noch gekauft habe, das hat mich 3,99 € gekostet. Also der hat 10 Euro gekostet. 9,99 €. Das ist ein ganz normaler Preis. Kriegt ihr in jeder Thalia Buchhandlung. Kann man vielleicht auch bestellen. Ich weiß es gar nicht so genau. Schaut mal rein. Das ist toll gemacht. Das Merchandise hier hinten so richtig schön mit dem Blau im Innern. Das sieht auch richtig cool aus. Und dann habe ich mir noch so einen Pin oder so einen Ansteckpin gekauft. Willkommen im Club. Eigentlich so ein bisschen stoffartig. Ja, Pin mit drei Fragezeichen. Fand ich ganz witzig. Also musste ich mir auch zulegen. Ja. Das sind so die Sachen, die ich mir jetzt so ein bisschen zugelegt habe. Und dann habe ich auch noch ja, natürlich die neuesten Hörspiele bekommen. Die zeige ich euch jetzt auch. Und zwar habe ich einmal, das ist jetzt das Weihnachtsspecial und auch ein richtig toller Fall, die drei Fragezeichen. Eine schreckliche Bescherung. Ja. Justus, Peter und Bob sind im Einkaufszentrum Garcies unterwegs. Klar, Justus, Peter und Bob müssen noch Weihnachtsgeschenke kaufen und überlegen, was sie so mitnehmen. Ja, also Peter für Kelly und Justus für Onkel Titus. Und dann sehen sie den Weihnachtsmann, der Kindern Geschenke gibt. Und plötzlich kommt da ein Elf und prügelt sich mit dem Weihnachtsmann und will den Geschenkesack klauen. Ja, Justus, Peter und Bob helfen natürlich. Und ja, der böse Elf sozusagen kann entkommen. Ja, und damit beginnt dann diese Rätseljagd und das spannende Abenteuer der drei Fragezeichen in 24 Kapiteln, ganz wie ein Adventskalender, es gehört. Ja, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Ist ein richtig tolles Hörspiel, eine Doppel-CD. Ja, richtig schön gemacht, kann ich auch wirklich sagen. Und ich habe parallel dazu, das sage ich euch auch, das Buch gelesen.
habe ich durch Zufall mal auf dem Flohmarkt gefunden. War also schon mal von euch, also die schreckliche Bescherung. Und ihr seht, hier, das ist so das neue Cover-Design. Hier sind noch vom Cover ein bisschen älter. Und das ist so ein bisschen ineinander mehr übergegangen, so ein bisschen dynamischer, sage ich mal, das Cover. Mir ist nur ist aufgefallen, dass so mit den Hörspielen jetzt so langsam im Inneren auf jeden Fall schon so ein bisschen das Design übergeht in dieses hier. Ich bin mal gespannt, wann das soweit ist, dass das Cover-Design auch diese die CDs ziehen wird. Momentan haben sie noch dieses Klassische, was wir seit Jahrzehnten kennen, was meiner Kindheit abgesehen, natürlich, dass das Logo von Alfred Hitchcock fehlt, aber ansonsten wunderbar. Ein sehr tolles, ja, sehr geniales Hörspiel. Das Buch kann ich euch auch ans Herz legen. Es sind 24 Kapitel aufgeteilt, liest sich recht gut. Es ist sehr gut gemacht. Ist auch diese das ist jetzt auch das neue Buchdesign, auch von der neuen Qualität eben halt, neuen Druck. Auch trotzdem noch immer Hochglanz, immer sehr, sehr schön. Und ja, kann ich euch auch sagen, ist ein sehr schöner Fall. Marco Sonnleitner hat es geschrieben. Und übrigens auf www.shortreview.de gibt es einen Review nochmal ganz genau zu dem Hörspiel. Und zum nächsten Hörspiel, was ich komme, wird es auch ein Review geben, aber noch habe ich selbst noch nicht mal gehört. Deswegen kann ich euch nicht viel sagen. Ich habe es gerade erst gestern bekommen. Die drei Fragezeichen und die Teufelsklippe. Fall 219. Naja gut, der 219. der Fall ist nicht, aber die Nummer 219. Ich lese euch den Klappentext vor, weil mehr kann ich dann auch nicht dazu sagen. Und dann müssen wir mal sehen, wie es weitergeht. Hier steht Folgendes. Peter Shaw, ein Mörder? Ganz bestimmt nicht. Da sind sich Justus und Bob sicher. Können die beiden die Unschuld des zweiten Detektivs beweisen? Peter sieht ihn fallen, doch die Teufelsklippe gibt ihn nicht wieder her. Verschluckt von den tosenden Wellen bleibt der Mann verschwunden. Was ist passiert? Ausgerechnet der zweite Detektiv wird beschuldigt, Paul Forsters ins Meer gestoßen zu haben. Im Verhör wird Peter bis ins kleinste Detail befragt. Justus und Bob versuchen derweil, mehr über den seltsamen Fall herauszufinden. Können die beiden ihrem Freund helfen? Das klingt spannend. Ich bin echt gespannt. Ich hoffe, dass ich heute Abend Zeit habe, mir das anzugucken, hören, also Aufnahmetag. Ja, bin ich gespannt. Also richtig, richtig cooles Hörspiel. Freue ich mich drüber. Wird, wie gesagt, ein Review auf www.shortreview geben. Also da dann vorbeischauen. Ja, und ihr seht, drei Fragezeichen, verfolgt mich. Ich habe da noch eine Sache zu zeigen. Ich erzähle aber lieber darüber, weil direkt zeigen kann ich es nicht. Das haben wir echt schon, ich glaube, 2 oder 3 Jahre. Das ist bestimmt alt. Ich glaube, 2 Jahre ist der alt. Ich wollte schon immer mit meiner Schwester einen 3-Fragezeichen Weihnachtskalender lösen. Hier habe ich ihn, der 3-Fragezeichen Weihnachtskalender. Ich glaube, das ist der jetzt von vor 2 Jahren. Finde die in 24 spannenden Rätseln heraus, was nachts im Spielzeugladen passiert. Da kommt eben halt in typischer Manier. Hier haben wir richtig schöne Motive, auch richtig toll gezeichnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Und unten sozusagen geht das Motiv weiter. Hier seht ihr diesen Spielzeugladen. Und ihr müsst jetzt Rätsel lösen, um herauszufinden, welche Tür sozusagen zu welchem Tag gehört. Das sind dann hier wird dann Figur sozusagen erwähnt und dann kann man das dann hier aufmachen. Und hier hinter sind dann Fächer. Und da findet ihr dann Gimmicks. Sag ich mal, Gimmicks. Mehr kann man auch nicht dazu sagen. Ja, ansonsten ein sehr schönes Motiv ist das hier vorne. Kann man ausschneiden, an die Wand hängen. Ja, gut. Ob es Not tut, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sehr, sehr schön. Das habe ich mit meiner Schwester, meiner großen Schwester, großen kleinen Schwester gelöst. Das Ganze, das dann löst man, indem man eben halt das Handbuch oder das Büchlein liest. Da wird dann die Geschichte erzählt. Die hat Ulf Blank geschrieben. Ulf Blank ist der Autor von den 3 Fragezeichen. Jetzt nicht der komplette Autor mehr, weil mittlerweile gibt es verschiedene Autoren. Ja, aber wie gesagt, es ist an die Erwachsenen 3 Fragezeichen gerichtet und da musste man eben halt ein Rätsel lösen, teilweise Bilderrätsel. Die sind dann hier so, hier zum Beispiel eine Nachricht im Spiegel anschauen, um zu wissen eben halt, welche Lösung oder welches, hier gibt es 4 Bilder, die dann eben zeigen, wo das Fach sein könnte. Und man muss sozusagen das richtige Rätselwort oder Rätsel lösen, damit man weiß, welches Bild dazugehört. Ja, also es gibt hier ebenfalls, wie gesagt, 24 Rätsel. Man kann Zeichnungen machen. Hier muss man zum Beispiel schätzen, wie viele 1-Cent-Münzen in diesen Stiefel passen. Auch sehr, sehr spannend, das auch rauszufinden. Ja, 24 Rätsel und dann kann man eben halt Türchen öffnen. Ja, gut. Also so ein Kalender kostet
so Weihnachten immer um die 20 Euro, sage ich mal. Man findet ihn ein bisschen unter, aber 20 Euro, das nur so als Hinweis. Ja, ihr fragt jetzt, hat sich das gelohnt? Also das Rätseln macht Spaß, das kann ich wirklich empfehlen. Das ist auch so ein schönes Büchlein, das ich auch auf jeden Fall aufbewahren werde. Und von den Gimmicks, ja, gebe ich ehrlich zu, ja, es gibt ein paar schöne und es gibt ein paar, braucht man nicht. Das ist also viel ist Schrott wert, will ich nicht sagen. Bevor ich euch die schönen Teile zeige, also ich sage euch, das habe ich dann alles in so einer Tüte dann aufbewahrt. Und dadurch, dass er jetzt nicht der aktuelle ist, es gibt einen ganz aktuellen, den Kalender. Ich habe erst überlegt, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Lust hättet, dass ich dieses Jahr, werde ich es nicht schaffen, aber ob ich vielleicht da sozusagen 24 Mini-Videos machen sollte. Und zum Beispiel so einen Kalender öffnen und dann mit euch sozusagen 24 Mini-Videos Erlebnis. Ja, ob ich das zeigen soll, ne? Ist doch was. Na, wie gesagt, Gimmicks waren hier drin. Es ist halt Spielkram, gebe ich ganz ehrlich zu. Hier ist zum Beispiel so, kann man so eine Frisbee, eine Disco abschießen, aber ist eben halt mit drei Fragezeichen bedruckt. Deswegen ist es schon wieder witzig irgendwo. Ich lege es mal hier auf den Stuhl, um es zu zeigen. Und dann hat man hier, was war das? Kann man was zusammenbasteln, so einen kleinen Weihnachtsbaum zusammenbasteln. Auch nicht so besonders. Was haben wir noch? Ja, hier kann man irgendwie ein Experiment machen. Ein Spiegel. Das ist ganz witzig, so eine Art Codescheibe, eine Rätselcodescheibe. Oh ja. Was haben wir hier? Leuchtende Sterne. Da haben sich auch schon welche gelöst, sehe ich gerade. So, Aufklebersterne. So kleine drei Fragezeichen Aufkleber sind auf jeden Fall noch ganz lustig. Hier kann man einen Weihnachtsbaum oder hier so ein Rätsel zusammenstecken. Also es ist auch viel Gimmicks einfach dabei. Hier so eine Malschablone, da kann man so einen Tatort zusammenmalen. Ja, es ist halt ja, so ein Lügendetektor und so ein bisschen Gimmicks einfach, aber auch irgendwie nichts Besonderes. Das finde ich noch ganz witzig. Aus Uhr, eine Art auch Rätselscheibe. Ja. Also wie gesagt, eine ganze Menge an Gimmicks. Okay, sind ganz okay. Was aber wesentlich lustiger ist, drei Dinge, die haben mir wirklich gefallen. Die sind auch bei mir auf meinem Sammlungsregal ebenfalls gelandet. Und zwar zum einen, das finde ich witzig, so ein Wunschzettelblock für die drei Fragezeichen. Finde ich richtig cool. Der hat mir richtig gut gefallen. Fehlte eigentlich nur so ein kleiner Stift. Der hätte mir echt dazu gefehlt. Ja, also, das war dabei. Dann, das ist kultig genug, dass das aufs Regal kommt, ein Pin mit dem seltsamen Wecker drauf. Ach, das ist doch einfach nur geil. Das ist nur geil. Ja, und es klebt bei mir an der Tür. Und das ist die drei Fragezeichen sozusagen. Die Visitenkarte als Magnet, als Kühlschrankmagnet. Ist das nicht geil? Das ist geil. Der klebt bei mir an der Tür. Ich habe so eine Metallrahmentür und da klebe ich meine ganzen Magneten dran, die ich eben halt ja, über die Zeit gesammelt habe. So, lege ich mal dahin. Ja, und ihr seht, drei Fragezeichen-Pickup. Ich meine, was ist das denn? Ja, wenn ihr auch drei Fragezeichen-Fans seid, lasst es mich wissen. Ich werde sicherlich noch weitere Videos mit den drei Fragezeichen machen. Da wird noch einiges irgendwann mal kommen. Ich möchte auch über den Podcast, dem Hashimitenfürst, sprechen. Da bereite ich gerade was vor. Ja, das seid gespannt. Ansonsten ein Like, ein Kommentar, besonders, ne, falls ihr noch nicht abonniert habt, übrigens mein Abo da lassen und sprecht mit mir. Wart ihr auch auf der Live-Tour? Seid ihr vielleicht auch auf dem Foto gewesen? Was da ist das Selfie? Was Oliver Robeck, Jens Wafelcheck und Andreas Fröhlich gemacht haben? Ja, wart ihr auch auf einer der Tour von den drei Fragezeichen? Habt ihr euch auch ein Souvenir gekauft? Egal von welchem Jahr. Lass es mich wissen. Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal. Da lösen wir den nächsten Fall.
Thank you.